Barbie-Prinzessin. Hier kommt die Prinzessin. Die Prinzessin, die Prinzessin. Wunderschöner Tag. Kommt mit, suchen wir mal die Prinzessin. Hallo, Prinzessin. Hallo. Machst du ein Picknick? Aha. Willst du einen Keks haben? Das ist sehr lieb von dir. Vielleicht ein anderes Mal. Au! Ach, Schlampe, da wird doch alles klitschnass. Böser Hund. Oh, nicht! Hör auf, Schlampe! Schau mal, was du mit unserem Picknick gemacht hast. Das ganze Essen ist nass. Und in meinem Glas schwimmt irgendein Tier drin rum. Ach, du dicke Seegurke, das kam aus dem Wasser, sagst du? Aha. Das Gewässer ist voll mit Haien. Mit Haien? Oh ja, viele Männer sind auf See geblieben. Ist das auch ein Hai? Da kann man nie sicher sein. Ein Hai. Kann ich ihn behalten? Ja. Nein, keine Ahnung. Oh, das ist doch alles Unsinn. Das ist kein Hai, das ist eine Kaulquappe. Bring sie dahin zurück, wo du sie gefunden hast. Aber ich will sie behalten. Sie lebt im Teich und sie vermisst ihre Freunde. Sie hat doch mich als Freund. Aber ich will sie behalten. Sie ist mein Haustier. Aber weißt du, Schatz, eine Kaulquappe ist kein Haustier. Warum denn nicht? Haustiere leben gern bei den Menschen. Und Haustieren kann man was beibringen. Du hast schon zwei Haustiere. Wirklich? Schlampe und Mo. Ich will aber das Haustier hier haben. Einer Kaulquappe zuschauen ist nämlich spannend. Bitte. Frag deinen Vater. Papa! Aufgepasst! Eine Kaulquappe ist ein wildlebendes Tier. Aber sie sieht doch gar nicht wild aus. Sie braucht ihren natürlichen Lebensraum. Ich kann ihr einen bauen. Naja. Bitte. Wenn du dich gut um sie kümmerst, darfst du sie behalten. Aber nur ausnahmsweise. Ja! Was ist dein Lebensraum? Ein Lebensraum? Das ist ganz einfach. Das ist der Ort, an dem jemand lebt, umgeben von all den Dingen, die dieser braucht. Wenn du willst, zeige ich es dir. Oh ja! Also, Steine, Wasser, Pflanzen aus dem Teich. Und jetzt kommt das Wichtigste, die Kaulquappe. Dein neues Haustier gefällt dir wohl sehr. Quappi. Ist das sein Name? Mhm. Warum magst du Quappi so gern?
weil ich mich gern um Quappi kümmere. Und wie machst du das? Ich hole frisches Wasser aus dem Teich. Manchmal sind da Tierchen drin. Und ich habe einen tollen neuen Stein für Quappi gefunden. Den habe ich ganz sauber gemacht. Ich würde Quappi am liebsten überall mit hinnehmen. Aber... No. Ich dulde keine Tiere in meiner Küche. Oh. Raus. Dein Haustier sieht sehr interessant aus. Was macht es denn so? Quappi schwimmt rum und rum, immer im Kreis rum. Oh, es macht also immer wieder das Gleiche? Ja, ist das nicht ganz toll? Quappi? Hilfe! Was ist du denn? Du musst mitkommen, schnell! Da ist ein schreckliches Tier, das hat Quappi aufgefressen und es ist immer noch in meinem Zimmer. Seht ihr da? Das ist ein Frosch. Er hat meine Kaulquappe gegessen. Er hat deine Kaulquappe nicht gegessen. Er ist deine Kaulquappe. Hä? Alle Kaulquappen verwandeln sich in Frösche, Schatz. Was? Wenn sie wachsen, dann werden sie zu Fröschen. Dann ist Quappi also nur groß geworden. Prinzessin? Schau mal, meine Kaulquappe ist jetzt ein grüner Frosch. Ein grüner Frosch. Ein Frosch? Das klingt ja spannend. Das ist das Tollste überhaupt und ich will den Frosch für immer behalten. Fröschlein hüpft, hüpft, hüpft. Fröschlein hüpft, hüpft, hüpft. Ich habe jetzt einen Frosch. Einen Frosch? Oje, ist der gefährlich? Nein, ich glaube, das ist er nicht. Man kann nie wissen. Weißt du, ich habe hier schon viele gesehen. Gute Nacht, mein Schatz. Träum was Schönes. Gisbert will auch einen Gute-Nacht-Kuss. Und der Frosch will auch ein. Gute Nacht. Was ist das nur für ein Lärm? Oh, das weiß ich auch nicht. Oh, ach, das hält doch niemand aus. Dein Haustier ist aber ganz schön lebhaft. Ja, er ist ganz schön laut. Er hat die ganze Nacht ganz laut gequakt. Wahrscheinlich vermisst er seine Freunde. Vielleicht hast du recht. Aber du wolltest ihn doch für immer behalten, oder? Na ja. Du willst ihn wahrscheinlich küssen. Was? Kennst du das Märchen von der Prinzessin und dem Frosch nicht? Nein. Die Prinzessin küsst den Frosch. Und dann verwandelt er sich in einen wunderschönen Prinzen. Oh, igitt.
Wiedersehen, Fröschchen. Hüpf zu deinen Freunden. Komm her, Moor. Du bist kein Prinz. Du bist ein liebes, stilles Haustier. Oh.